Was läuft heute? Online- und Videostreams, TV-Programm und Dokus. Empfohlen vom Podcast Radio Detektor FM. Hi Streaming-Fans und herzlich willkommen zu drei frischen Tipps. Es ist Samstag, der 22. Juli und wir haben heute zwei echte Blockbuster und eine dreiteilige Doku für euch rausgesucht. Los geht's mit einem Film voller Glanz und Gloria. Die sogenannten goldenen 20er erleben ja seit einiger Zeit ein großes Revival. Das merkt man nicht nur an deutschen Serien wie Babylon Berlin oder Eldorado KDW. Auch in Hollywood stehen die Roaring Twenties hoch im Kurs. Regisseur Damien Chazelle, der schon mit seinen Filmen Whiplash und La La Land Erfolge gefeiert hat, springt mit Babylon Rausch der Ekstase auf den Trend auf. Und er hat mit Margot Robbie und Brad Pitt einige der hochkarätigsten Filmstars der aktuellen 20er an Bord geholt. Es steht in den Sternen geschrieben, ich bin ein Star. Wenn ich reich wäre, würde ich mein Geld nur für Dinge ausgeben, die Spaß machen. Nicht für sowas Langweiliges wie Steuern. Ich will, dass das Leben eine ewige Party ist. Für alle. Als ich nach L.A. kam, stand auf den Schildern an den Türen kein Zutritt für Schauspieler und Hunde. Ich habe das geändert. Der Film nimmt euch mit in die Zeit, als die Filmindustrie in Hollywood am Übergang vom Stummfilm zum Tonfilm stand. Und wie der Trailer vermuten lässt, war das eine ganz schön wilde Zeit. Ihr findet Babylon Rausch der Ekstase ab heute bei Paramount Plus. Im zweiten Tipp der heutigen Folge wird es ernster. Denn in der dreiteiligen Doku Einzeltäter München, Halle, Hanau geht es um die rechtsterroristischen Anschläge in München 2016, in Halle 2019 und in Hanau 2020. Im Fokus der drei Filme stehen die Hinterbliebenen der Opfer. Die Dokumentation fragt, in welchem Verhältnis die Trauerarbeit der Hinterbliebenen zu den politischen Reaktionen auf die Taten steht. Denn die rassistischen Motive der Täter wurden von der Politik lange nicht ausreichend anerkannt. Im ersten Teil der Doku sprechen Angehörige von Opfern des Anschlags auf das Olympia-Einkaufszentrum in München 2016. Genau hier war das. Die haben mir die Liste vorgelesen von den Opfern. Und dann habe ich Sabine gehört, dann habe ich Can gehört, dann habe ich Giuliano gehört, dann habe ich Diamant gehört. Und dann hat er den letzten Namen gesagt und dann ist der Name nicht gefallen. Und dann habe ich gefragt, ich so, ist diese Liste endgültig? Dann hat er gesagt, ja. Und dann habe ich gesagt, ich so, aber ich höre den Namen von meiner Schwester nicht. Dann hat er gesagt, dann ist sie wahrscheinlich noch am Leben. Und mit diesem Gedanken bin ich nach Hause gefahren. Heute, am 22. Juli, ist der 7. Jahrestag der Anschläge in München. Wie die Hinterbliebenen aus allen drei Städten für die korrekte Aufarbeitung der Gewalttaten kämpfen, könnt ihr in Einzeltäter München, Halle, Hanau sehen. Alle drei Teile findet ihr ab sofort in der ZDF-Mediathek. Zuletzt wird es heute nochmal dramatisch, denn im Kriegsdrama The Covenant von Regisseur Guy Ritchie geht es um die Freundschaft zwischen einem US-Sergeant und dem afghanischen Übersetzer Ahmed. Auf seiner letzten Mission gerät Sergeant Kinley, gespielt von Jake Gyllenhaal, mit seiner Einheit in einen Hinterhalt. Nahezu alle Mitglieder des Trupps sterben, nur Kinley überlebt dank der Hilfe seines Übersetzers schwer verletzt. Zurück in den USA kann er sich nur noch an Bruchstücke des Hinterhalts erinnern. Ich still don't remember a thing. I don't remember any of it. I only remember the interpreter. Why he wants his job? I need the money. Don't disappoint. Turn out to be a pain in the ass. No, not me, sir. Money isn't the reason he wants his job. It's Alabama killed his son. Kinley ist wieder sicher in den USA. Doch als er erfährt, dass Ahmeds Antrag auf Asyl in den USA abgelehnt wurde, beschließt er, Ahmed auf eigene Faust aus Afghanistan rauszuholen. Ob ihm das gelingt, könnt ihr in The Covenant sehen. Den Film gibt es ab sofort als Stream bei Prime Video.
Das war's mit unseren Tipps für heute. Wenn ihr Feedback für uns habt, dann schreibt einfach eine Mail an kontakt@detektor.fm oder noch schneller, gebt uns eine Sternebewertung bei Spotify oder Apple Podcasts. Die Tipps der heutigen Folge kommen von Caroline Galvis, Audioproduktion Stanley Baldauf. Mein Name ist Michelle Paulina Kolberg und ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bis bald, wir hören uns. Was läuft heute? Online- und Videostreams, TV-Programme und Dokus. Empfohlen vom Podcast Radio Detektor FM.